Ich möchte einmal, dass ihr euch etwas vorstellt, das unfassbar klingt, aber das tatsächlich so stattgefunden hat. Und zwar stellt euch einmal Folgendes vor. Ihr seid auf YouTube unterwegs, so wie vielleicht jetzt gerade, und auf einmal guckt ihr euch ein älteres YouTube-Video an und findet in der Kommentarsektion einen Kommentar, der nicht direkt an euch gerichtet ist, aber der euer gesamtes Leben zerstört. Ein Kommentar, den ihr nicht mal wirklich lesen könnt, aber der trotzdem euer Leben völlig kaputt macht und alles verändert. Könnt ihr euch vorstellen, dass so etwas stattfindet? Wenn ihr eine Idee habt, wie das Ganze sein könnte, schreibt es gerne in die Kommentare. Aber ich möchte euch heute eben den realen Vorfall nennen, wo das Leben von unterschiedlichsten Menschen zerstört wurde, nur weil sie einen scheinbar verfluchten Kommentar gefunden hatten. Es geht heute um den gruseligen YouTube-Kommentar von Sandro Douglatze, mit dem man niemals interagieren darf. Doch fangen wir einmal von vorne an, damit wir auch wirklich verstehen, was hier vorgefallen ist. Und damit wir das Ganze verstehen, müssen wir einmal in den Mai von 2008 zurückreisen und uns die Plattform 4chan einmal angucken. Für alle Leute, die nicht wissen, was 4chan ist. 4chan ist ähnlich wie Reddit. Letztendlich ist es eine Seite, wo es unterschiedliche Abteilungen gibt, wo man über unterschiedliche Themen reden kann. Und so hat 4chan eben einen Bereich, der Paranormal Board heißt. Dies ist letztendlich ein Teil dieses Seitenkomplexes, wo man über alles sprechen kann, was paranormal, was übernatürlich ist. Wenn ihr also über Geister oder Aliens reden wollt oder etwas Gruseliges erlebt habt, könnt ihr dort eben davon sprechen und mit anderen Leuten interagieren. Und im Jahr 2008 kam es eben dazu, dass eine Person plötzlich auf das Paranormal Board kam, um ein gruseliges Erlebnis zu berichten, das er erst vor wenigen Tagen selbst gemacht hat. Und das Ganze klingt jetzt wirklich viel zu seltsam, aber hört mir einmal zu. Es begann damit, dass er eben auf YouTube einfach nur sich durch irgendwelche Videos geklickt hatte. Manche dieser Videos waren neu gewesen, aber andere waren alte Klassiker, die er sich häufiger ansah. Und so schaute er sich eben ein christliches Musikvideo an, das Jesus is my friend heißt. Das Video selbst gibt es bis heute auf YouTube und wenn man es sich anguckt, ist es erstmal nicht besonders. Es ist ein sehr altes Musikvideo, wo eben einige Leute ein christliches Lied singen, wo es darum geht, dass Jesus toll ist und Jesus ist ihr Freund und so weiter und so fort. Das Video ist nicht weiter beeindruckend, aber ein Kommentar unter diesem Video war es. Denn die Person, die diesen Forumsbeitrag auf 4chan geschrieben hatte, sagte, dass sie während sie das Lied anhörte, runterscrollte und sich die Kommentare durchlas. Und dabei bemerkte sie einen Kommentar von einer Person namens Sandro Douglatze. Dies war ein Kommentar, der eben unter den Top-Kommentaren gelistet war, obwohl er keinerlei Likes hatte. Aber anstelle von Likes hatte er sehr, sehr viele Antworten bekommen. Viele Leute hatten also auf diesen Kommentar geantwortet und ich möchte euch den Kommentar einmal zeigen. Ganz kurzer Disclaimer, wie gesagt, dieser Kommentar, den ihr jetzt gleich sehen werdet, soll verflucht sein. Aber bevor ihr Panik kriegt und eure Augen schließen wollt, hört eine Sache ganz genau an. Und zwar, dieser Kommentar soll erst dann verflucht sein, wenn man mit ihm interagiert. Wenn ihr also quasi dieser Person unter dem Kommentar antworten würdet. Nur wenn ihr ihn seht, passiert noch nichts. Auf jeden Fall, das hier ist der Kommentar von Sandro Douglatze und man sieht erstmal, dass das Ganze nach einem nicht sehr sinnigen Text aussieht. Das Ganze sieht eher so aus, als ob irgendeine Person mit der Hand auf die Tastatur gehämmert hat und dann auf Senden klickte. Dies ist keine Sprache, die man irgendwie entziffern kann, keine Sprache, die man kennt. Es sieht einfach aus wie Bullshit. Doch eben dieser Kommentar sollte etwas Gruseliges lostreten. Denn genauso wie ganz, ganz viele andere Leute entschied sich der Forumsposter, dass er gerne einmal hinterfragen will, was dieser Kommentar bedeutet. Er schrieb also als Antwort unter diesem Kommentar, was heißt das Ganze, welche Sprache ist es? Einfach nur, weil er an der ganzen Sache interessiert gewesen ist und er sah, dass andere Leute genau die gleichen Fragen gestellt hatten oder einfach nur Hi darunter kommentierten. Er vergaß danach wieder völlig über den Kommentar und wollte aufs nächste Video klicken, als scheinbar der Fluch plötzlich anfing zu wirken. Denn binnen weniger Sekunden, nachdem er eben diesen Kommentar, diese Antwort geschrieben hatte, stürzte auf einmal sein Deckenventilator, der eigentlich ziemlich fest angebracht war und recht neu war, von der Decke herab und verfehlte ihn nur leicht. Hätte er ihn getroffen, hätte das Ganze schlimme Auswirkungen haben können. Dies war ein gruseliger und seltsamer Vorfall, aber erstmal dachte er sich natürlich noch nicht viel dabei. Es war ein Zufall und mehr nicht. Doch genau diese Unglücksmomente sollten sich kurze Zeit später, nachdem er diese Antwort geschrieben hatte, häufen.
Kurze Zeit danach kam es dazu, dass er mit seinen Eltern im Auto unterwegs gewesen ist und ein anderes Auto in die Seite reinfuhr und sie alle nur leicht verletzt es schafften, rauszukommen. Danach passierte es, dass sein eigener Bruder sich sehr schwer an Scherben verletzte und es kam dazu, dass nur wenige Tage, nachdem er diesen Kommentar geschrieben hatte, seine Eltern sich scheiden ließen bzw. mitteilten, dass sie sich scheiden lassen wollen. Das Ganze, wenn ihr die jetzt hört, sind natürlich erstmal gruselige oder seltsame Dinge, die hintereinander passierten, aber nichts, was man irgendwie auf den Kommentar zurückführen könnte. Doch trotzdem hatte der Forumsschreiber irgendwie das Gefühl gehabt, dass dieser kryptische Kommentar etwas mit der Situation zu tun haben könnte. Er erinnerte sich, dass er diese Antwort geschrieben hatte und guckte wieder nach, um den Kommentar neu zu finden. Und tatsächlich war auch Tage später dieser Kommentar noch unter dem Video gewesen, nur dass mittlerweile viel, viel, viel mehr Leute darunter kommentiert hatten. Und diese Leute hatten nicht irgendwas kommentiert, sondern sie hatten genau die gleichen seltsamen Sachen wie eben der Forumsposter erlebt. Alle diese Leute hatten, nachdem sie eine Antwort unter diesen Kommentar geschrieben hatten, extremes Unglück gehabt, das mal mehr, mal weniger schwer ausfiel. Manche Leute hatten sich so zum Beispiel kurze Zeit, nachdem sie eine Antwort geschrieben hatten, verletzt, manche schwer, manche weniger schwer. Manche Leute beschrieben, dass sie schon kurz, nachdem sie eben den Kommentar geschrieben hatten, ihren Job verloren hatten oder Menschen, die ihnen wichtig waren, verloren hatten. Auf einmal sammelten sich unter diesem seltsamen Kommentar von Sandro diese unterschiedlichsten Menschen, die alle der festen Überzeugung sind, dass sie verflucht wurden von dem Kommentar. Sie alle hatten die gleichen gruseligen Sachen unabhängig voneinander erlebt. Und ab diesem Moment wurde es dem Forumsposter zu gruselig und er fing an, eben auf Reddit bzw. auf 4chan in diesem Fall seine seltsamen Erlebnisse mitzuteilen. Das Ganze wird gleich noch gruseliger werden, doch ich möchte es einmal kurz zusammenfassen, um nochmal genauer über diesen Kommentar zu sprechen. Wir haben es hierbei also mit einem seltsamen Kommentar unter einem christlichen Musikvideo zu tun, das scheinbar verflucht sein soll. Aber was genau bedeutet dieser Kommentar? Dies ist natürlich eine Frage, die man erstmal zu Beginn kriegen könnte und man würde natürlich vielleicht versuchen, es in Übersetzer oder so einzugeben, aber das, was man dort lesen kann in dem Kommentar, konnte bis heute nicht übersetzt werden. Es ist keine Sprache, die wir kennen. Manche Leute im Internet sind der festen Überzeugung, dass eben dieser Sandro Douglatze in Wahrheit ein Serbe ist, dass das also quasi Serbisch ist, was nur eben in lateinische Buchstaben umgewandelt wurde. Dies ist eine Theorie, die allerdings bis heute nicht belegt werden konnte, weil niemand es schaffte, irgendwie das Ganze zu übersetzen. Manche Leute gingen eben davon aus, dass das Ganze vielleicht bosnisch sein könnte, aber auch dafür gleiches Spiel, wir haben keine klaren Erklärungen. Man weiß auch bis heute nicht, wer dieser Sandro Douglatze selbst ist. Denn tatsächlich sagen viele Leute, dass dieser Name, gerade Sandro, ebenfalls ein serbischer Name ist, aber es konnte niemand zurückverfolgt werden, der eben dieser Sandro sein könnte. Allgemein ist es heutzutage sehr schwer, den originalen YouTube-Kanal noch zu finden, obwohl der Kommentar bis heute immer noch existiert. Diese ganzen Vorfälle waren wirklich gruseliger, doch es wurde noch seltsamer, als eben andere Leute diesen Forumspost auf 4chan entdeckten. Denn plötzlich kamen Leute hervor, die eben genau das gleiche erlebt hatten, wie der Typ, der das Forum erweitert oder gepostet hatte. So gab es eine Person, die zum Beispiel mitteilte, dass dieser Sandro Douglatze nicht nur unter einem Video diesen kryptischen Kommentar gepostet hatte, sondern unter ganz, ganz vielen unterschiedlichen Videos. Auf ganz vielen christlichen Videos, vor allem Musikvideos, konnte man in der Kommentarsektion diesen seltsamen Kommentar entdecken. Wer auch immer dieser Sandro Douglatze war, er postete diesen selben Kommentar mit Absicht. Er hatte irgendeine Intention dahinter gehabt, die man allerdings nicht nachvollziehen konnte. Und auch diese Person beschrieben eben, was für schreckliche Dinge sie erlebt hatten, nachdem sie mit diesem Kommentar interagiert hatten. Manche Leute beschrieben eben, dass sie sowohl ihre Frau, ihr Haus, ihre Arbeit verloren hatten. Andere beschrieben, dass jemand nachts eingebrochen ist oder gegen die Tür draußen gehämmert hatte und das nur wenige Momente, nachdem man auf diesen Sandro-Kommentar geantwortet hat. Manche Leute wollten das Ganze natürlich als Selbstexperiment ausprobieren und antworteten auf den Sandro-Kommentar, nur um dann tatsächlich danach gruselige Unglücksmomente zu erleben, die alle keinen Sinn ergaben. Alle Leute, die eben darüber sprachen, waren sich einig gewesen, dass dieser Kommentar verflucht sein muss. Und bis heute gibt es Leute, die der festen Überzeugung sind, dass das Ganze der Fall ist. Eine Person beschrieb sogar, dass sie eben unter diesem Kommentar von Sandro geschrieben hat, dass sie gerne irgendwie in Kontakt treten würde, dass sie mehr wissen möchte über diese ganze Situation und ob Sandro Interesse hätte zu antworten.
Und tatsächlich, wenige Minuten nachdem diese Person ihm das geschrieben hatte, bekam sie plötzlich eine Mail, wo Sandro oder dieser YouTube-Account von Sandro etwas geschrieben hatte. Doch wer jetzt hofft, dass diese Mail Antworten bot, liegt weit daneben, denn tatsächlich war diese Mail gefüllt mit den gleichen seltsamen Buchstaben und Worten. Worte, die keinen Sinn ergaben, aber die eventuell ebenfalls eben den, der es liest oder der damit interagiert, verflucht. Wir haben es hierbei also quasi mit einem verfluchten Kommentar zu tun und eine Person, die scheinbar absichtlich diesen Kommentar überall postet, um Leute zu verfluchen. Wir wollen jetzt natürlich aber einmal gucken, wie realistisch ist das Ganze? Können wir davon ausgehen, dass wir es hierbei mit einem echten Kommentar zu tun haben? Zunächst einmal, da es so viele Meldungen, auch unabhängig voneinander und unabhängig von diesem Forumseintrag gibt, können wir davon ausgehen, dass diese gruseligen Dinge tatsächlich passiert sind. Diese Dinge wurden nicht frei erfunden, zumindest die Anfangssachen nicht. Später kamen vielleicht Trittbrettfahrer hinzu, die Dinge sich ausgedacht hatten. Aber diese gruseligen Unglücksmomente, die viele Leute unabhängig voneinander am Anfang erlebt hatten, sind wahrscheinlich tatsächlich so passiert. Man muss sich jetzt aber natürlich die Frage stellen, ob das Ganze wirklich mit diesem Kommentar zu tun hatte. Wenn man sich natürlich irgendwie in einer Situation befindet, wo gruselige oder unglückliche Momente schnell hintereinander passieren, sucht man vielleicht nach irgendwelchen Antworten. Sucht man vielleicht einen Schuldigen oder eine Art, ob man irgendwo vielleicht verflucht wurde und dann hatten sich einfach Leute gesammelt und diesen Kommentar entdeckt. Wir wissen nicht, ob wirklich jeder, der damit interagiert hat, danach Pech hatte oder nicht. Wir wissen halt nur, dass einige Leute der Meinung waren, dass es daran liegen könnte. Das Ganze kann, und das ist natürlich hier eine Antwort, alles nur eine Verstrickung seltsamer Zufälle sein und Leute geben einfach zu Unrecht dem kryptischen Kommentar die Schuld. Genau wissen tun wir es aber nicht. Es könnte sein, wenn man an Flüche glaubt, dass es tatsächlich hierbei ein Fluch ist, der Schreckliches verursacht. Mich würde auf jeden Fall eure Meinung interessieren. Glaubt ihr, das Ganze ist echt, ein echter Fluch, der euch auch verfluchen könnte? Oder glaubt ihr, diese ganze Situation ist eher freie Erfindung oder ein großer Zufall? Eure Meinung würde mich sehr interessieren. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal, so wenn ich mache. Bis dann aber. Tschüss.